muss man, wenn man die Augen aufmacht, feststellen, die Gewalt in Deutschland geht weitgehend von rechts aus. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, eine Partei, die Antisemitismus duldet, und das reicht mir schon, da muss man nicht sagen, sind ja nur wenige, eine Partei, die so etwas duldet, die hat im demokratischen Konsens nichts verloren. Volkswille hin oder her, Antisemitismus in Deutschland ist etwas, was wir nicht hinnehmen werden. Und da sage ich Ihnen, eine Partei wie die SPD, die 153 Jahre alt ist, die schon verboten gewesen ist, die lässt sich nicht von Demokratiefeinden erklären, was Demokratie sein soll, sondern wir gehen, da können Sie lärmen, so viel Sie wollen, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, für Intoleranz, Antisemitismus, Rassismus, Ressentiments gegen Ausländer sozusagen finden Sie in der SPD null Sympathie. Sie sind außerhalb des Konsenses der Demokraten. Die SPD ist bei Antisemitismus, bei Intoleranz, bei Aufrufen zu Gewalt, dass man auf Flüchtlinge schießen lassen will, nicht dabei. Und lassen Sie mich ein weiteres sagen, Sie merken ja, wie tolerant die Leute schon im Publikum sind. Übrigens, die Flüchtlinge flüchten vor genau den Leuten, die Islamisten sind, die Terroristen sind, die ihre Kinder bedrohen, die irgendwo Bomben werfen, vor denen flüchten die. Und deswegen sind diejenigen, die versuchen hier, ja, Sie merken ja, was hier los ist im Publikum, auch die Aussage, ihr seid jetzt bedroht, weil die Flüchtlinge kommen. Nicht ein einziger Mensch bekommt irgendwas weniger, weil ein Flüchtling kommt. Wir müssen Politik für sozialen Zusammenhalt machen. Sie merken, dass Sie einen großen Teil der Aufmerksamkeit bekommen und dass Sie zum Beispiel wirklich es fertigbringen, in einem Land wie Deutschland, wo wir eine freie Presse haben, von Lügenpresse zu reden. Ja, wir haben ein Grundgesetz, wo die Freiheit der Presse, und ich weiß nicht, ob Sie, meine Seiten werden zugemüllt wie die von Heiko Maas, da ist unfassbar viel Nazimüll auf meinen Seiten, aber das passiert auch deswegen, weil ich mich in der Tat robust auseinandersetze mit den Inhalten, die dieser Laden vertritt. Das tue ich und das werde ich tun, ob Sie schreien oder brüllen, ob die Leute meine Seiten mit Nazimüll von, ist mir völlig schnurz. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin ein stolzer Sozialdemokrat und von Rechten habe ich mich noch nie einschüchtern lassen. Das wird in diesem Leben auch nicht mehr passieren.